zu The Whispered World, der kleinen Frohe Nacht. Es ist mittlerweile über einen Monat her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Wir finden uns immer noch in diesem Labor. Mit diesen Farben. Die ich irgendwie zu einem Blau mischen muss. Und wahrscheinlich werde ich auch die Steuerung nicht mehr wissen, weil es, wie gesagt, ein Monat her ist. Tja, Chicken, das kommt davon. Das kommt davon, wenn man in der letzten Aufnahmesession 24 Folgen am Stück aufnimmt. Egal, weiß ich, wie ich das hier mischen muss. Da muss grün und da muss weiß rauskommen, damit es hier blau werden kann. Frage ist, wie stelle ich das genau ein? Das ist die größere Frage. Und die größere Frage scheint ich gelöst zu haben. Na gut, es ist zwar nicht ganz das königliche Himmelblau, aber immerhin ist es blau. Ja, wir werden schon irgendwie hellblau kriegen. In einem Himmelblau-Zeug und... Ach, was weiß ich. Nimm dieses ekelhafte Zeug mit. Nee, rede erstmal mit dem Zeug. Vorsicht, Sedgwick, das ist keine Lebensmittelfarbe. Es ist keine Lebensmittelfarbe. Wo willst du das wissen? Du weißt doch nicht, was das für Farben da drinne sind, die da drinne sind. Es ist nicht wirklich himmelblau, aber immerhin schon mal blau. Ja, wir kriegen das später irgendwie. Himmelblau. Gibt's denn hier sonst noch was? Kommode, Periodensystem. Oh ja, das Periodensystem. Darf ich das mitnehmen? Vermin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Naja, gehen wir erstmal zurück in das Hauptgebäude. Bei Chicken hat er wieder gekommen zu Sachen übersprungen. Einfach nur weil Chicken, ne? Ach, ich muss doch. Ich kann ihm nicht sagen, geh hier hoch, du musst erstmal rausgehen. Ja, der Thron mit dem Geheimfach. Vor allem, wer versteckt unter seinem Thron einen Kuhfuß? Und welcher Kuh gehört der Fuß? So. Astronautentypi. Das ist nicht der König. So viel ist sicher. Schön für den König. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Was? Wie? Warte mal. Ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Der König ist in den Brunnen gefallen. Ja, aber dass er jetzt unsere Sprache widerspricht, verdanken wir den Büchern, die wir umsortiert haben, wieder in die richtige Reihenfolge. Wer bist du eigentlich? Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Ja. Wo sind die anderen Bediensteten? Abgehauen. Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Warum das denn? Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Was? Der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen.
Wer macht denn so einen Mechanismus? Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Interessant. Ja, ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Ja. Genau, weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ja. ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Können wir die Tür nicht einfach einschlagen? Wenn das nicht geht, die Wände um der Tür herum? Spot, mach hier Flammenwurf, ne? Aber hey, ich bin zwar nicht vom königlichen Blut, aber ich kann doch auch irgendwie helfen. Immerhin habe ich den Flüsterstein, mehr oder weniger. Ich könnte doch helfen. Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also, sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist... ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Naja, was den Flüsterstein betrifft. Den haben wir. Spot hat ihn zwar gefressen, aber wenn er noch nicht verdaut wurde... dann haben wir ihn. Wir müssen ihn nur irgendwie aus seinem Magen rausbekommen, bevor er verdaut wird. Letzten Endes ist es doch Spot, der die Welt zerstören wird und nicht Sedgwick. Shana muss sich getäuscht haben. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen, aber was soll's. Schieß los. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Jammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Sitzierbesteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Gibt es nicht irgendein Medikament, das man das Leute gibt, die sich übergeben müssen? Beabsichtigt? Man könnte vielleicht so einen Würgereiz in Spot verursachen, dann kotzt der den Stein wieder aus. Die Askel planen einen Angriff. Die Askel planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Aber der König ist nicht da. Und dann möchte auch nicht rauskommen, weil die Tür verschlossen ist. Und weil das Modell kaputt ist und das nicht reparieren kann. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Er war halt in Panik. Er wollte es nicht hinnehmen, die Welt zu zerstören. Er wollte sein Schicksal ändern, es selber in die Hand nehmen. Sagen, hey, fuck you, Schicksal! Ich werde die Welt retten, um euch zu zerstören! Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Oh.
Ein Clown, sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein, nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal? Oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Ich hab 'ne Narbe. Ja, das ist wirklich schlecht. Und immer noch diese eine Narbe, wo mich mein Batman umbringen soll, wollte. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Ja, sehr düster. Ist ja nicht so, als Sedgwick sowieso immer voll im Deprimodus. Nettes Hörrohr. Hm? Was sagst du da? Schon gut. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Ich habe nicht mal Schuhe an. Kannst du mir vielleicht sagen, wo man Öl findet? Ich finde kein Öl. Hast du schon im Alchemielabor im Nachbarturm nachgeschaut? Da hat mein Bruder früher immer Öl aus Olivenkernen destilliert. Mehr fällt mir dazu auch Oliven. Nicht ein. Dein Bruder? Ja. Er war der königliche Alchemist hier am Hofe. Was ist aus ihm geworden? Er starb eines natürlichen Todes. Ja, ja. Naja, zumindest natürlich für einen Alchemisten. Eine Explosion? Beim Mischen eines Trankes? Auf der Beerdigung rauchten seine Stiefel. Noch immer. Die haben eine Kiffparty gemacht! Also müssen wir den Flüsterstein aus Bot rausbekommen? Wir brauchen Oliven? Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Was ist die richtige Reihenfolge? Naja, vielleicht sollten wir erstmal den Flüsterstein besorgen. Und das Öl. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ja, tu das. Geht's da eigentlich noch weiter? Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus. Wieso hängen wir die Türe nicht einfach aus? Bahnen wir uns mit Gewalt einen Weg in sein Zimmer? Zerstören wir einfach die Wände? Wieso kommt niemand auf die Idee? Zerstörung ist manchmal etwas Gutes. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Nein, sie rennt nicht. Sie läuft in Sekundentakten. Nicht nötig. Meine Stimme ist auch so schon sanft genug. La 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 la. Ja, ich hab's immer noch. Nein, die ist nicht sanft. Weiße Tafelkreide. Der Astronom benutzt sie offenbar, um seine Fähigkeiten in Kreise zeichnen zu verbessern. Gott, Kreise, was Schönes sind. Da ist noch etwas viel Schöneres, was man mit der Kreide anstellen kann. Nein, nicht das, woran ihr jetzt denkt.